Hallo und herzlich willkommen zurück, Leute. Bei Tote war Attila nach einigen Versuchen arg aufzunehmen. Ja. Hallo. Und hallo. Leon, sag ich auch noch was. Wir sind gerade ein bisschen kaputt, wir haben aus unterschiedlichen Gründen und keine Ahnung wieso ein Lachflash bekommen. Weil wir die deutschen Staatsgebiete erweitern wollen. Ja, und wir planen gerade Polen zu erobern. Ja, ihr müsst wissen, wir sind die heimlichen Drahtzieher hinter Angela Merkel. Wir haben auch gerade herausgefunden, mir kann alles passieren. In den nächsten 10 Sekunden können die Präsidenten genommen werden und wird auf einmal Präsident von den USA im Wahlkampf gewonnen. Oder ja, bis hin zu der PT stirbt ab. Shut up. Oder er stirbt. Ja, oder? Und dann, wenn ich USA-Präsident wäre, dann guckt Trump und Clinton da dumm aus der Wäsche, weil ich auf einmal da stehe. Eine Drahtzieher hinter den allen scheiß Dingen, die wir tun, ist dann Leon. Weil ich ja, das ist meine Idee, verkaufe, er kriegt dafür Kohle. Haben wir uns abgemacht. Ja. Ja. Und wir wollen nicht deutschen Staatsgrenzen zurückerobern und wollen Polen überfallen. Dann haben wir rausgefunden, von 35 Kampfhelis funktionieren nur 2. Bei der einen fehlt ein Cockpit, bei der anderen. In einem Heli fehlt ein Cockpit. Ja. Ah. So, Marc, jetzt müssen wir wieder ernsthaft werden. Wir spielen Total War. Warte, bei dem einen Heli ist nur so ein Grundriss da. Blatt Papier gezeichnet. Okay, jetzt wieder beruhigen, ernst werden. Wir spielen Total War. Als Hundeln. Hallo. Als die Hunde. Ja, Hunde. Ja gut, was hab ich denn hier für einen scheiß Namen? Die reitenden Schwerter. Ach du Scheiße. Ich muss ja gar nicht mit Schwerter reiten können. Oh. Neue Erkenntnisse in der Physik. Also ich finde meine Namen immer noch richtig toll. Östliche Männer, also östliche Leute, andere östliche Leute und zu viele östliche Leute. Das sind die besten Namen. Das ist echt meine kreative Ganzleistung hier. Ja, wir machen aber arg aufzunehmen. Die eine Folge ist dann oben natürlich. Müsste jetzt auf jeden Fall schon oben sein. Ja, wir haben gerade für Montag aufgenommen. Ich weiß. Deswegen müsste sie ja jetzt auf jeden Fall schon oben sein. Ja, dürfte gestern angekommen sein. Heute ist Dienstag. Ja. Dürfte also, gestern da gewesen sein. Jetzt ist sie auf jeden Fall oben. Das heißt, einfach draufklicken. Ist lustig nicht, da. Ja, ich weiß nicht, war das, wo wir die Abstimmung eingebaut haben, oder war das bei der verkackten Folge? Ich habe keine Ahnung mehr. Na. Ich meine, es ist ja Dienstag, müssen wir uns daran nicht mehr erinnern. Nee, das stimmt. So, Marc, du bist dran. Was hast du vor? Wie willst du Polen erobern? Polen habe ich noch nie entdeckt. Ich sehe ja gar nicht viel kaputtes Land, aber sonst hätte ich nicht viel gefunden. Ja. Ein paar angeschlagene Leute, ein Typ, der dumm aus der Wäsche guckt. Ich glaube, wir waren ja dabei stehen geblieben, dass wir gerade hier Schlachten für dich geschlagen haben, ne? Ich habe mich gerade gewundert, warum hat er da so ein einzelnes, langes, dickes, fettes, blondes Haar im Gesicht. Aber ihr seht, dass das auf dem Helm drauf ist, der Helm damit gemeint war. Oh. Es regnet nebenan. Was haben wir hier? Wildschweine in ihrer natürlichen Natur. Ach ja, stimmt, ich habe eine gute Familie hier, das war was. Du hast eine Familie? Ja. Die leben noch? Ja, es leben alle noch. Hat meine Tochter die noch nicht umgebracht? Nein. Mann, wofür bezahle ich die eigentlich? Für gar nichts. Na klar. Eigentlich wollte ich mich einschleichen als Staatsoberhaupt bei dir. Hallo? Damit ich noch mehr Leute gegen Feldzug gegen Polen habe. Deine Frau ist 3 Jahre jünger als ihr Mann. Also die Frau von dir. Na und? Wer hat gesagt, dass ich ihr nicht das Kämpfen beigebracht habe? Die soll aber nicht kämpfen. Ach so. Sorry, sie wurde exkommuniziert vom Papst. Mission erteilt. Religiöse Gesuch. Was? Religiöse Gesuch. Alle Menschen wurden geboren, um zu sterben. Das stimmt. Und seine Zeit ist gekommen. Die Söhne und Töchter von Erde gewarten ihn. Also du bist nicht dafür da, damit wir ein Kind bekommen wollen. Wir wollen eigentlich keine, du bist einfach zum Sterben da. Ja. Verübt ein Attentat auf folgenden Charakter. Kamnaskiris.
Wer ist Kamnas Kiris? Ist er in meiner Familie? Ich glaube, der ist aus meiner. Nee, nee. Nee. Er soll seine Familie am Ende noch umbringen. Das hat mich ein bisschen gewundert, aber ja. So ist es nicht. Ich habe einen Anführer, der ist 58. Meiner ist 44. Und mein Erbe ist 15. Mein Erbe ist 40. Okay. Und danach, der andere ist 39. Der allerjüngste Sohn in meiner Familie ist 2. Bei mir 7. 19, 24. Alter, wir sind alle so alt. Ja, dann werde ich mir mal Gedanken machen, ne? Läuft so nicht bei den Leuten da. Noch nicht, aber ich warte, was Attila geboren wird. Und was steigt der einfach so ein? Ich weiß es nicht. Ich glaube, der wird geboren. Aber. Oh je, dann erlebt dem Attilas Kind halt mit. Was ist eigentlich los, wenn der Vater von Attila schon lange tot ist, wenn Attila geboren wird? Was ist dann mit aus der Geschichte geworden? Ja gut, wenn man es so betrachtet. Ich weiß ja nicht, vielleicht ist das Spiel ein bisschen hoch, ist nicht historisch richtig. Und auf einmal bekommst du Attila einfach so einen Spielfehler. Okay. Wer ist eigentlich Tormanner? Wer? Tormanner. Gesundheit. Tormanner. Kenn ich? Muss ich den kennen? Ja. Wer ist das? In deiner Familie. Meine Familie? Achso, Toramana. Sag das doch. Ach, der ist Tora? Der ist Toramana. Toramana hört sich nicht so weiblich an wie Toramana. Hallo? Der ist 21. Okta. Munchuk. Munchuk. Okta. Ruga. Kurigeda. Chararaton. Was? Uldin. Was? So heißt meine Familie. Wow. Musstest. Ja, ne? Toller Name. Ich auch gewundert. Könntest glatt du verteilt haben, die Namen. Naja, unberechenbar. Das sieht man wieder. Warum habe ich mich bei Privatverschwörung gespielt haben, da hatte ich einfach zu viele Leute in meiner Familie und wollte versuchen, die Kinder auszurotten. Keinen Nachwuchs mehr habe. Nein, du hattest zu viele uneheliche Kinder. Das stimmt. Die sollten nicht in das heilige Blut der Römer rein und deswegen war da so. Stand da so eine Barrikade. Die hieß wahrer Hunde, wahrer Römer oder abgeschobenes Ding. Wie viele Kriege habe ich denn? Du hast einen weniger als ich, also beschwer dich mal nicht. Ich habe zu viel Kriege. Aber es backt nicht, das ist neu. Das ist herrlich hier, wie flüssig alles läuft. Ja, vielleicht funktioniert der Arzt, mach Arzt nochmal. Wir sind dran, wir versuchen's. Ja, das Haus ist schon halb fertig. Es fehlt nur noch die Decke. Spoiler. Weil 11 Minuten sind schon wieder verloren gegangen. Spoiler. Wieso Spoiler? Das stimmt. Die haben vielleicht noch nicht gefunden. Ja, da passieren so einige Sachen, die sind nicht ganz optisch richtig. Ja. Es passiert viel, das nicht richtig ist in Ark. Viel. Ja. Allein, dass wir existieren, ist nicht richtig. Nee, das auch. Oder dass Tribes Steine hochklettern können. Ja. Steine im 90-Grad-Winkel hochklettern können. Max traurig in der Ecke sitzen, während Leons unter ihm herumkrabbeln. Ja. Das ist ganz viel, ist nicht richtig. Ach, du wirst angegriffen. Hallo. Was fällt denn Ihnen ein? Haben Sie das Angriffs-DLC erworben, oder? Viele greifen sie mir an. Wenn ich da kämpfe, bin ich tot. Reite. Reite, Junge. Mark. Judäa, was denn? Emsen. Mark, die haben einfach nur nicht diesen komischen Nationalkriegsrat. Ja, aus Europa Universalis, du weißt.
Das ist wichtig für die Politik. Mhm. Oh, ich habe einen Untertan in meiner Horde. Was will denn der Typ? Ein seltener Kommandant auf der Durchreise bittet um einen um eine Audienz. Wenn wir ihn vorauszahlen, bietet er uns seine Loyalität und seine Schwerter. Ja gut. Ich weiß ja nicht, was passiert, wenn ich ihm vorher sein Geld gebe. Ich werde ihm nicht trauen. Ich werde ihm nicht trauen. Keine Hilfe für den Söldner. Seine Truppen könnten in der Zukunft von Nutzen sein. Das Angebot ist gut. Weitere Truppen sind immer willkommen. Vielleicht finden wir zu einer Übereinkunft, die beider Seiten uns um einen Rabatt bitten, sein Angebot annehmen, ihn ignorieren. Rabatt. Ich glaube, in der jetzigen politischen Lage muss ich das Angebot annehmen. Warum? Ich habe zu wenig, ich habe viel Schaden in meiner Armee erlitten. Bei mir läuft gerade in der Innenpolitik sehr gut. Herrschaft habe ich. Ich will das Angebot ablehnen, aber er lässt mich nicht. Du darfst nicht. Ich drück da drauf, darfst du nicht um Rabatt bitten? Will auch nicht. Angebot annehmen? Es funktioniert. Ey, von dem Spiel ist ja vorgesehen, dass du das Angebot annimmst. Alles andere ist falsch. Alles andere darfst du nicht. Ich will jetzt diese Söldnertypen haben. Sonst flipp ich aus. Du flippst aus? Ja. Rage Mode. Ach, wir haben jetzt 40 Minuten. Warte, lange. 14 Minuten, stimmt da ja. Da war was. Ich habe aber irgendwie mehr Bock auf A. Keine Ahnung wieso. Hm. Aber das hat hier keinen Platz in der Folge. Los, machen. Was ist? Los, weitermachen. Was tust du gerade? Ich bin gerade in Technologie. Ach so. Denk dran, du hast noch deine Armee in Rom. In Ostrom. Mhm. Was ist übrigens mit der Folge? Ist die kürzer? Nein. Hab ich weniger zu tun? Nein. Nee, doch nicht. Wieso nicht? Du hast schon so wenig zu tun. Du hast schon so wenig zu tun. Ich bin viel beschäftigter Mann. Sag ich auch immer. Leute, hier steht eine leere Römerstadt. Ja, das ist da. Oh. Da stand eine leere Römerstadt. Ja, die stand da so. Ja, stützt du doch nicht mehr. Ja, ich habe auch kein Geld dafür bekommen, wenn ich ausgeraubt hätte, also. Die Versuchung war groß. Vielleicht wurde die gerade schon ausgeraubt von irgendeiner anderen Horde. Ja, bestimmt von dem Westen und Ostgoten, mit dem ich auch Krieg, ne? Scheiße, wie ich Krieg. Ja, ich glaube, die Groten mögen dich auch nicht. Nee, die mögen mich nicht und ich bin hier. Oh, das ist schlecht jetzt für dich. Meine Armee ist nicht gerade kampfbereit. So viel kann ich sagen. Ach ja, ich habe der letzten Folge hier die, wie heißen sie? Die Afrigiden unterworfen. Er nimmt hier sofort schon Sklaven, ne? Und ich. Ja. Du hast schon 3 Untergebene. Oder 2. Also, beschwer dich mal nicht. Ich hab 2. Sag ich doch. Ich hab 1. Ich hab keinen Bock auf beide. Ich hab 1, aber der müsste sich jetzt eigentlich sehr ausbreiten können. Eigentlich. Na, mein anderer, der sitzt hier in seiner gemütlichen Ecke, trinkt bitte Tee und lässt sich von der Römer beeindrucken. Schleppen drückt ihr vor. We love to kill this. Ist Army. Welche? From the country Budini. Budini? Yes. Yes? Yes, this is incredible. Jetzt bitte wieder Deutsch, das kannst du wenigstens. so schlecht war das jetzt auch nicht. Nicht ganz, nö, aber so gut auch nicht, also. Ist aber auch klar, ist aber auch teils grammatisch richtig. Ich mag meinen Agenten. Der hat schon 2
den habe ich 2 Attentate aufgetragen, der hat beide geschafft. Incredible. Mark, Deutsch. Deutsch. Ja, ich wollte unglaublich sein, ist so richtig, oder? Ja. Hunnische, berittene Kriegsbande. Der letzte Stamm ist halt eine Stippe. Habe ich versucht, einen Satz auf Englisch zu schreiben, ne? Na, no, das kann nichts Gutes sein. The German Pommes is very lecker und duftig. Mir ist eingefallen, was lecker heißt, und ich weiß, es ist tasty. Und Pommes ist mir später eingefallen, dass Chips heißt. Also bist du doch nicht so. Also bist du doch nicht ganz so dumm. Wer mag mich denn hier überhaupt? Außer du. Du bist echt die Einzige hier, die bei dem grün ist. Selbst meine Untergebenen hassen mich. Chill doch mal. Hallo, ihr seid meine Untergebenen. Ihr müsst mich mögen. Ab und zu mögen sie dich auch. Denkst du, meine mögen mich? Mark? Ja? Ich weiß nicht, ob ich das toll finde. Mein untergebener Kaiser ist ein Opportunist. Dieser Mann lässt sich keine Chance entgehen. Er schneidet einem Mann die Kehle durch, wenn dieser seinen Hals zeigt. Gut, dass mein Schalter. Gut, dass mein so ein Feld trägt. Aber sonst ist er cool. Religiöse Toleranz und bewundert starke Reiche. Und ist 29 nur. Gefällt mir der Typ. Kann gerne mein Untergebener bleiben. So. Mark, du wirst angegriffen. Hallo. Hallo. Kenn ich dich? Nein. Nee, kenn ich nicht. Dann habe ich keinen Bock mit dir zu kämpfen. Tschüss. Ach, guck mal, da sehe ich Westgoten. Oh, wir können nicht mit einem Armee immer so weit laufen. Oh, guck mal, du wirst auch angegriffen. Hallo, kenn ich dich? Nee, kenn ich nicht. Tschüss. Oh, guck mal, da sind die anderen Freunde. Oh. Okay, ich bin tot. Da, aber das ist nicht, das ist weder Erbe noch König von dir. Vielleicht hättest du deine Armeen nicht so aufsplitten sollen, Mark. Okay, das krieg ich nicht hin. Die haben nur Sperrkämpfer. Das kriegen wir hin, komm, los, mach. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Aufweise mit dieser Armee. Das kann schwer werden, aber wir kriegen das hin. Ich nehme die Bogenkavallerie. Okay? Oh, meine Aktivatorie, wir sind tot. Naja, das geht noch. Ich meine, wir haben Hunden. Hast du selbst gesagt, wir haben Hunden. Ja. Aber die Hunden werden auch nichts geben. Hunnische Leute, hunnische Pferde, hunnische Helme. Ich will meine Bogenkavallerie. Willst du? Nehme ich gerne, bitte, bitte. 3,50 bitte. Okay, warte. Sofort Überweisung. Nein, doch nicht. Haha, verarscht. Verarscht! Ach du Kacke. Da, dahin. Ich bin bereit. Bitte brennende Geschosse. Oder?
Ja. Oder was ich außersehen mal gesagt habe, ne? Auf Englisch, Handshoes. Da fängt schon an. Und Party Evening. Was? Party Evening. Okay. Als Feierabend. Ach, Ivo, ich mag. Gewinn du mal die Schlacht, ich beobachte Rehe, okay? Oh, ich werde angegriffen. Holla the Wood Fairy. Geht weg, Pferde. Das war auch eine schreckliche englischsprachige Situation, wo ich Holla the Wood Fairy gesagt habe. Als Holla die Waldfee. Alter, das ist doch nicht normal. Everything is in butter. Ja. Ich guck mal kurz der schrecklichsten Englisch-Sätze. Die lese ich hier gerade vor. Nice is the little brother of shit. Was? You are... you are on the wood way. Ja, du bist auf dem Holzweg. Achso, ja, wo ist Holz? Sorry. Ja. So tief schon gesunken? Okay. Even everything has an... Was? Everything has an ending. Only sports as has to. Only sausage has to. So. Sausage. Ja, keine Ahnung. Sausage Party. There, I eat a broom. Was? I eat a broom. Was ist ein Broom? Ich hab keine Ahnung. Die Kavallerie wird aufgerieben, bitte Hilfe. Mark, die Speerkämpfer zur Kavallerie. Zu spät. Wieso soll ich die Speerkämpfer zur Kavallerie hinsetzen? Weil die Kavallerie jetzt in die Speerkämpfer charged. Und jetzt in die und jetzt verwirrt umherrennt. Achte auf die Speerkämpfer. Ja, so ist gut. Say it, George the Flower. No. Die Hälfte davon verstehe ich eh nicht, deswegen weiß ich nicht, wie dumm das ist, was sie da sagen. Alle Speerkämpfer verlieren gerade gegen. Gegen Kavallerie. Wir gewinnen das sowieso nicht. Auch das können wir hin. Glaub an die Hunnen. Die Hoffnung ist schon lange verloren. Hab ich beim letzten Gefecht gesagt. Ich versuche mal hinten in den General reinzuschargen. Versuch das. Oh, scheiße, scheiße, schlechte Idee. Sterb, die Arschlochpferde. Verreck. Letzten zwei. Letzter. Stirb. Das kriegen wir nicht hin. Das kriegen wir nicht hin. Okay, abhauen. Aber ich habe ja was ganz, ganz vergessen am Anfang der Folge zu sagen. Was denn? Naja, wir sind ja nicht ganz deutsch, ne? Ach ja, stimmt ja, da war was. Da gab es noch andere Leute, die auch irgendwie, warum auch immer hier sind.
laut den Analytics. Da habe ich aber Kork Legend Silly zu sagen, das ist türkisch, hey, viel Spaß. Ach du Scheiße. Hast du das gerade mit Google Übersetzer übersetzt? Nein. Sondern? Das ist mein Wissen. Natürlich. Monom Hesabrani Vigisi, da keine Ahnung. Ja, Google Übersetzer ist scheiße in solchen Sachen. Hilfe, ich muss die ganze Zeit flüchten. Ich versuche hier gerade den General zu beschießen, aber es bringt nichts. Sie fallen nicht um. Ich kriegen die ganze Pfeile ab, aber fallen nicht um. Ich habe mir sowieso nicht, die Männer sind halb tot und erschöpft. Und die Bogenleute treffen nichts. Okay, wir machen Selbstmordattentat. So sicher? Viel können wir den Tod reißen vom. Okay, mache ich. Ich weiß nicht, was wir jetzt wirklich machen sollen. Ich gehe mal auf die Artillerie, ne? Warte, ich versuch's mal abzulenken. Vielleicht kannst du den irgendwie noch nicht verarschen. Ich schreib die Artillerie auf. Damit die weg ist. Jetzt wäre toll, wenn der Rest auch noch richtig losgehen würde. Lauf, da kommt die. Ich laufe. Da ist jetzt, doch ein Plan. Sie folgen dir, das gefällt mir. Lauf, lauf, Kavalleristen, lauft. Jetzt folgen sie mir, jetzt folgen sie wieder mir. Er schießt sie. Er schießt sie alle. Das ist ja immer schlimm, dass es alle Schwerträger sind. Das ist das Schlimme. Eine meiner Kavalleristen hat keine Munition mehr. Alter, der General ist immer noch 120 von 120. Das ist doch nicht wahr. 119. Ich habe einen niedergeschossen. Ein Mann. Einen beschissenen Mann. Zwei. Es sind durch meinen Kavallerieangriff sind zwei Leute vom General gestorben. Echt Respekt, Kavallerie, ihr seid echt gut. Ich glaube, das schaffen wir nicht. Wie kommst du denn darauf? Oh, scheiße. Ich versuche zu dir zu kommen. Okay, erste Kavallerie macht einen Selbstmordattentat. Die sowieso schon tot ist, zur Ablenkung. Ja, die nächste, die sowieso schon tot ist, zur Ablenkung. Alle, die so halb tot sind, versuche ich zu opfern. Oh, scheiße. Maus, nein, nicht jetzt. Zurück, Pferde, zurück! Au. Kavalleristen fallen. Ja, ich hab das geschafft, was ich erreichen wollte. In den Rücken chargen. Leute. Siehst du, das sieht doch jetzt relativ ausgeglichen wieder aus. Und mein auch nur relativ. Oh, scheiße. Schlechte Idee. Zurück! Rückruf der sämtlichen Einheiten. Oh, da kann ich reinschalten. Kommt her. Einfach mal so anlocken jetzt. Das ist mir voll. Auf See! Tötet die Speerträger! Die Speerträger verlieren! Oh, sie rennen! Sie rennen! Sie fangen an zu rennen! Die Schweine! Unfair! Ihr fangt an zu rennen! Rennen ist unfair! War nicht so abgemacht! Steht nicht in den Regeln, dass ihr rennen dürft! Alter, da sind einfach so viele Leute, die überdimensional schnell sind! Los, erschöpfte Kavallerie. Ihr seid eh tot, aber was?
Das Leben ist auch, das Leben ist bald vorbei, Leute. Keine Sorge, das Leben ist nicht mehr lange. Mein General wird gleich erwischt, mein General. Alter, ich sehe es da, das ist Verfolgung. Oh, er kommt. Okay, er hat kurz gestorben. Der General ist einfach schon erschöpft. Das ist der Nachteil an der gesamten Sache. Opfergabe, lass den General in Ruhe. Okay, die Franka-Kavallerie ist jetzt tot, Mark. Die kann den nicht mehr retten. Hat keinen Sinn mehr, die weiterzuführen. Tötet noch so viele, wie es geht. Genauso geht's mir. Tötet sie. Dahin. Die Männer verlieren die Hoffnung. Die Männer haben ihre Waffen niedergeworfen und fliehen. Tötet. Okay. Tötet den General. Alle auf den General. Er hat drei Leute verloren, immer noch. Ich werde versuchen, den General. Der General ist viel zu OP da, ich sehe schon. Soll man den einen Daumen kriegen? Der hat jetzt vier Männer verloren. Übrigens, die Bodenkavallerie ist jetzt weg, ne? Die wurde jetzt komplett ausradiert hier. Die Hunden werden ausgerottet. Nein! Jetzt kommen sie auch noch von hinten mit Speerträgern. Sie kommen von allen Seiten. Und vor allem so langsam, das ist echt demütigend. Die gehen langsam auf deine Kavallerie und so. Wenn ich schon sterbe, dann will ich mit Ehre sterben. Und zwar im Kampf. Lebt der General noch? Ja, ne? Ja, wir sterben mit Ehre. Ja. Ich suche gerade einen General. Ach, da ist ein General. Habt ihr einen General gefunden? Er steht gerade sicher relativ. Der General schlachtet Leute ab. Der General ist rausgekommen. Der General lebt noch. Vielleicht hast du Glück und die Armee überlebt noch auch. Ich schaffe es. Ich wollte, wenn dass ich ehrenhaft sterbe. Na, die Einheit sieht ziemlich tot aus. Aber ich habe am meisten Kills wieder. Ja, na gut, die waren ja die ganze Zeit hinter mir her. Dafür haben jetzt hier auch ein, zwei Einheiten in den Tod gerissen. Zum Beispiel die Artillerie und die ist. Sehr schwer zu bekommen. Eine Sperrkämpfer und eine Kavallerie. Siehst du, der General lebt noch, also. Unfair. Der General lebt noch, hallo. Ja, darauf wird meistens nie geachtet. Nein. Außer, das ist die KI. Ja, ich wollte gerade sagen, da wird nur drauf geachtet, wenn es die KI ist. Der KI darf auch noch mit dem General alleine überleben. Mhm. Ein Mann. Auch wenn er nur sieben Männer hat. Auch wenn er nur ein Mann ist. Unserer tapferen Freundin ist gefallen. Er hat ihn. Ja, er ist in Ehre gestorben. Er hat mit seinem Trupp Leute die Tod gerissen. Feinde der Hunde in Tod gerissen. Ist so gestorben, wie sich ein Hunde wünscht zu sterben. Im Kampf. An Altersschwäche? Nein, im Kampf. Im Kampf? Aber ich glaube nicht. Die besiedeln niedergerissene Städte. Aber ich glaube schon, dass das so ein bisschen schmerzhaft ist, wenn man so von einem Speer durchbohrt wird. Klar, aber ich bin. Oh, guck mal an. Er darf sich nicht zurückziehen. No. Das ist schlecht. Vielleicht können wir da ja. Ja, gegen zwei Armeen. Ach so, oh, die andere unterstützt das wird. Das kann. Das ist erscheint mir unmöglich. Einmal eine Armee von den Römern voller Speerträger.
Und die andere Armee sind eine Speerkavallerie, zwei Söldner germanische. Ist gut, ist gut, ist gut, ist gut, ist gut. Einfach, und, musst du gar nicht spielen, musst du gar nicht spielen. Oh Mann, ich meine Erbe stirbt. Armer Erbe. Aber der war ja eh schon 40, ne? Ja. So viel in den Tod reißen, wie geht, aggressiv. Ja, die Armee ist tot. Habt ihr gut geschafft, Leute. Und wie viele sind tot? Also er hat 125 verloren. Das ist schlecht. Beide Armeen zusammen. Das ist schlecht. Ich glaube, das war die beste Armee mit dem meisten Leben. Unfair, die besiedeln die Städte, die ich hier gereist habe, wieder. Tun sie gar nicht. Oh, hallo. Ach, Söldnerkommandant. Ne, toll. Verstärkt die Söldnertruppen. Mhm. Ja, toll, für 3 Runden. Jetzt sind es Söldnerstärke, oder was? Jetzt sind nur noch dein König, weißt du das? Ja, die einzige Armee. Mit einer Fullstack. Wie sieht die Armee aus? Die sieht gut aus. Naja. Aber viel zu viel Boden. Also nicht Pferd. Einheiten. Ja, kann man mit was anfangen. Hm. Uldin heißt dein Kaiser, okay. Ja. Ein Mann aus edlem Hause. Ja, was soll ich hier noch machen? Ich kann nichts mehr machen. Die reitenden Schwerter. Unehrliche Geburt. Toll. Hey. Toll. Marc. Deine Frau gefällt mir nicht. Wieso? Zwischen deiner Frau und meinem Typen, da der mit deiner Frau verheiratet ist, gab es eine uneheliche Geburt. So, meine Armee des Generals heißt jetzt anders. Die letzte Armee. Der letzte Hunde? Nein. Auch keine Idee. Die Siedlung wird belagert. Okay, muss ja nicht mehr die tödlichen Hunde nennen. Ist die Armee schon voll? Nein. Los, gib Gas. Oh, diese eine Millimeter zu weit bewegt. Die letzten Hunde. Das ist mein nächster Befehl. Und dann bitte hier Bogenschützen des Bettxyl irgendwas von Integrität minus 3. Das macht mir zurzeit nicht viel aus. Ich mache ja eh plus 12 pro Runde. Was kriege ich dafür? Nehme ich. Ich habe den neuen General reingesetzt. Willkommen entscheiden, ist auch okay. Hey, du hast ein Level. Wer hat bitte einen besseren Attentäter? Dann sollst du das lernen. Ach, du hast noch ein Level. Achso, du hast einfach noch einen Punkt. Okay. Täuschen. Infiltrieren. Armee fehlleiten. Okay, dich packe ich demnächst in meine Armee rein. Ja, Marc, die Folge ist zu Ende. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir haben diese Folge leider sehr viele Lagen einstecken müssen. Du zumindest. Vor allem Lust jetzt 2 Armeen der Hunde. Jetzt haben wir noch eine Armee und zwar die letzten Hunde. Also, die letzten Hunde?
die übrig geblieben wurden. Da oben sind sie nicht. Sie sind insgesamt nur noch. Da sind sie. Die letzten Hund. Ich weiß leider nicht, wie viele sind die da. Du kannst oben rechts bei Streitkräfte, da siehst du die Mannzahl. Bei Streitkräfte? Oben rechts im Tab. Rechts neben den Ereignissen. Da. 1442 Hunden leben nur noch auf der Welt. Oh. Hallo, ich bin auch noch ein Hunde. Du bist der weiße Hunde. Und ich habe hier 3000 Leute. Wir sind die wahren Hunde. Willst du Krieg anfangen? Wir sind die richtigen Hunde. Willst du Krieg anfangen? Du bist der weiße Hunde. Du bist da unten zuständig. Päh. Ich war da unten noch nicht, deswegen kenne ich die östlichen Regionen noch gar nicht. Ja, die spielen viel mit Sperrkämpfen, das ist scheiße. So, dann. Die letzten der größten Hundendynastie, die es gibt. Sagen wir es mal so. Der berühmtesten Hundendynastie. Der berühmtesten, ja. Ja. Ich hoffe, ihr schaut auf jeden Fall mal bei Art vorbei. Oben in der Ecke so ein I aufploppen müsste. Anfang der Folge, sage ich mal. Seit Anfang der Folge ist da oben ein I. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, einfach mal draufklicken. Toll, dass du es am Ende sagst. Ja. Und dann seht ihr die schönen Art-Folgen. Ja. Ihr könnt auch nach dem Video noch. Jetzt da. Jetzt draufklicken. So. Ist das was? Nee. Leo möchte was sagen? Ja. Was denn? Nee. Okay. Tschüss. Dann von meiner Seite. Ciao.